Stadt. Und willkommen zurück zu Let's Play Anno 1503. Ja. Eure Stadt hat eine Größe von 1500 Einwohnern erreicht. Das ist sehr schön. Okay, wir haben schon mal runtergestellt. Wir lassen das jetzt alles so, wie es ist. Wer bitte holt Gewürze? Ja, Captain. Du holst auch Gewürze. Du fährst mit runter und holst hier noch ein bisschen was, was über ist. Setzt neuen Kurs! Und du fährst hier hin und holst was. Hey, hey. Und der Rest hier wird abgerissen. Einfach alles. So, weg, 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 weg. Einfach alles weg. So, 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 so. Okay, die Türme auch weg. 1, 2, 3, 4. Statue weg, das weg. Okay, ich hoffe, die unten machen noch ein bisschen Werkzeug. Ich mache derweil schon mal die Schaffarm. Wir haben kein Holz. Ah. Macht mal ein bisschen schneller hier. Wir müssen uns beeilen. Brauchen mehr Holz. Eine Schaffarm. Kann schon mal hin. So. Na los. Zweite Schaffarm. Wofür verbraucht ihr denn so viel Holz, Mensch? Wie sieht's aus mit, ich muss mal näher ran scrollen hier. Mit Ärzten. Ärzte. Noch nicht genug Wissen. 14 Wissen. Dann bauen wir halt eine Schaffarm. Ihr habt eine afrikanische Siedlung entdeckt. Ach, das freut mich aber. So, dann kommt hier noch eine Schaffarm hin. Und da meinetwegen auch noch. Komm schon, gib mir die Schaffarm. Und unsere Leute dürfen sich erstmal nicht entwickeln. Außerdem brauchen wir noch eine Webstube. Ja, denn der hat zwar diese drei drin, aber der hier hat dann noch die beiden extra. Sehr schön. Euer Volk wird vom schwarzen Tod dahin. Jetzt schon, Mensch, wir haben es doch noch gar nicht so weit. Okay, schwarzer Tod, schwarzer Tod. Ich hab's ja kapiert. Jetzt reiße ich einfach mal hier was ab. Wo ist denn der schwarze Tod? Wo ist der schwarze Tod? Ich sehe keinen schwarzen Tod. Seid ihr sicher, dass es in meiner Stadt ist? Ich sehe nichts. Ich baue hier jetzt einfach mal einen Arzt hin. Einen Medikus. Dann sollte ich taktisch klüger setzen. Aber es ist nirgendwo Platz. Na, wir werden ja gleich die ganzen Webstuben, wollte ich gerade sagen, wegreißen. Das wird schon. So, das muss hier auch alles weg. Seilerei kann weg. Ja, und die Handfarm. So, was warst du? Rüstungsbauer kannst weg. Wer bist du? Gerberei. Brauchen wir. Schneiderei. Die kann aber definitiv weg. Wir brauchen keine Kleidung für unsere Leute. Die müssen nicht eingekleidet werden. Die laufen gerne nackig rum. Bürgerhaus. Schule. Wirtshaus, Bürgerhaus, Schneiderei, die kann weg. Dann wieder eine Schneiderei. Wo haben wir noch eine Schneiderei? Warum bist du so sauer? Weil du nichts kriegst. Warum kriegst du nichts? Hat dir das jemand weggenommen hier? Warte mal, wir bauen das mal dahin. Das bauen wir dahin.
Dann reißen wir ein bisschen was von diesem Feld hier ab. Bauen dann da einen Doktor. Einen Onkel Doktor. Da. Oder auch nicht. Warum bauen wir da keinen Doktor? Keiner weiß es. Aber dann soll es mir auch egal sein, dann kriegen sie halt Gewürze und so. So. Meinetwegen auch das hier, auch wenn ich es nicht kenne. Lampenölstand. Aha. Na gut. Reiße ich jetzt einfach mal die Wege mit ab. Auf dass wir den Medikus bauen können. Was hast du für ein Problem? Du bist soweit in Ordnung. Stoffe kommen gleich, keine Sorge. Die Schafe sind schon am Arbeiten. Ach, nee, du. Lager mal ein. Die Gewürze. Und ab nach Hause damit. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant? Ah, erstmal nicht. Das kann auch weg. Kostet alles nur zusätzlich Geld. Das Geld haben wir nicht. Hanfplantagen können beide weg. So, jetzt sind wir schon mal bei 1300. Das sieht doch schon besser aus. Und je mehr Waren kommen, desto mehr kriegen wir an Geld. So. Ab nach oben. Ahoi, ihr Landratten. Du. Eine Dürreperiode sucht euer Land ein. So, ab nach oben. Ahoi. Okay, fahrt mal zu. Wir müssen uns beeilen. Wir brauchen das Zeug. Für unsere Leute. Der war lange nicht in der Schule. Er sollte mal wieder gehen. Wie sieht's sonst aus? Wir erlauben unseren Leuten mal, dass sie sich weiterentwickeln. Und das Geld sieht schon besser aus. Ach, ein Glück. Wir müssen noch ein bisschen dafür sorgen, dass das ins Plus kommt. Nur noch ein bisschen. Ein Biberbisschen. Du hast keine Stoffe mehr. Ich weiß nicht, woran liegt das denn? Ihr kriegt auch relativ wenig, kann das sein? Aber da ist schon das Nächste. Das heißt, du könntest sogar noch da oben holen. Die restlichen gehen alle hier hin. Okay, unser Schiff müsste gleich wieder da sein mit den Gewürzen und dann bleibt das alles oben. Der Verkauf geht hoch. Du hast die Tabakwaren, naja. Immerhin. Fahren wir wieder zurück zu den Tabakwaren. Flotte nimmt Fahrt auf. Schön. Was brauchen wir denn hier unten nicht? Indigo. Kenne ich nicht mal. Nehmen wir weg. 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 Was haben wir noch hier unten? Zuckerrohr. Seidenplantagen. Hm. Gewürze. Oh, schön. Los, lauft los, holt euch Gewürze. Und du fährst wieder nach Hause. Nach Hause, sag ich schon. Hier zurück. Anker lichten! Okay, wie sieht's aus? 511. Es müsste jetzt wieder hochgehen, die Verkäufe. Dadurch, dass wir Gewürze haben. Aber reicht es, um unsere Bürger oben zu halten? Das ist die Frage. Die hier haben zum Beispiel immer noch keine Gewürze. Die anhaltende Hitze trocknet den Boden aus. Na, das passt mir so gar nicht. Die haben Gewürze, die aber nicht. Wie sieht's eigentlich aus mit Gewürzen? Haben wir denn genug? Na, definitiv nicht. Brauchen noch eine Gewürzplantage. Gewürze.
Ach, das klappt ja super hier. Keine Steine, keine Gewürze. Also sollte es jetzt nicht klappen, werde ich es natürlich auf anderem Weg nochmal offscreen versuchen. Ich will euch jetzt hier nicht 3 bis 4 Mal neu anfangen lassen, das wäre gemein. Die haben schon wieder keine Stoffe mehr. Halt, wir haben ja ein Schiff mit Stoffen beladen. So. Kauf die Stoffe. Aber schnell. Ich brauche Geld. Wir sind noch bei minus 500. Das wird schon. Nein, dann fange ich nämlich nochmal neu an und belade ein Schiff mit irgendwelchen Materialien zum Bauen, um dann mehr Farmen zu produzieren zu lassen. Aber da müssen wir gucken, ob wir das dementsprechend so durchziehen. Komm, du kannst jetzt Stoffe kaufen. Kauf die Stoffe. Na also, geht doch. Aber trotzdem sind wir noch bei minus 500. Oh, ich könnte heulen. Ich könnte echt heulen. Aber so langsam geht's runter. Hey! Das sah schon gut aus. Weißt du was? Fahr nochmal runter. Hol nochmal neu. Sitzplatz aus. Komm. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist denn mein Hafen hier? Da. Flotte ist auf Zielkurs. Ja, schön. Aber so ungefähr funktioniert das dann. Und wenn man jetzt noch ein bisschen was abreißen würde, dann würde man das Ganze auch wunderbar hinbekommen. Sagen wir zum Beispiel, wir reißen einfach mal... Ich tue es jetzt einfach, um vielleicht die Kampagne zu erfüllen, diese ganzen Dinger hier ab. Es gibt Salz auf dieser Insel. Schön. Kaum habt ihr in mühevoller Kleinarbeit eure Bilanz wieder auf Vordermann gebracht, bekommt ihr Besuch von Herzog von Breitenstein. Bei ihm ist De Freren, ein übergewichtiger Minister aus dem Stab des Regenten. Breitenstein erzählt euch von einer Expedition, für die noch spezielle Waren benötigt werden. Da De Freren schon bei den Vorbereitungen versagt hat, will der Herzog euch diese Aufgabe anvertrauen. Ihr sollt euch jedoch vorsehen. Die Eingeborenen, die in den Gefilden leben, wo das Gut zu finden ist, sind untereinander zerstritten. Und von Breitenstein will den Handel um jeden Preis auf friedlichem Wege abschließen. Okay, das bedeutet also, wir bräuchten bloß 20 Tonnen Pelze, 20 Tonnen, was war denn das andere? Heilkräuter und müssen die dann zu einem gewissen Punkt bringen. Wohin genau, weiß ich nicht, aber erstmal brauchen wir das Zeug. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. War wieder ein bisschen kurz. Ich speichere jetzt einfach mal, weil lief ja einigermaßen. LP08. Spielstand. Das kann ich ja wieder aufbauen. Jetzt ist ja alles wieder gut. Also mehr oder weniger. Wir brauchen das Zeug ja wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn wir dann die 20 Pelze suchen. Und hoffentlich auch finden. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.